Die beiden Mannschaften, die heute gegeneinander spielen, haben in den vergangenen Wochen bewiesen, sie haben das Zeug dazu, um das WM-Finale zu erreichen. Das Problem ist nur, es wird einer auf der Strecke bleiben und der andere kann sich dann freuen, im Berliner Olympiastadion beim Endspiel dabei sein zu dürfen. Oh, man stelle sich die Szenen vor nach dem Spiel. Die Euphorie ist jetzt so groß, es steckt so viel Zuversicht in den Augen der Spieler. Ein Team wird gleich nur um Platz 3 spielen dürfen, das andere rückt ins Finale. Deswegen ist es so ein spannendes Fußballspiel, das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. So, los geht's. Freuen wir uns auf ein spannendes Spiel. Ja, der Einsatz war in Ordnung. Und wen spielt er jetzt an? Ibrahimovic. Die Einstellung stimmt. Er holt sich den Ball. Ja, schön. Podolski. Ganz faires Tackling. Überhaupt keine Frage. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Völlig zu Recht. Wilhelmsson. Ah, toll gesehen. Einfach klasse. Wilhelmsson. Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Michael Ballack. Ja, und klasse, wie sie da gleich von Abwehr wieder auf Angriff umschalten. So, der Ball kommt genau auf den Mann und was macht er draus? Das hat er gut gesehen. Jetzt muss er nur noch schauen, was macht der Torhüter? Ja, das hat der Verteidiger gut gemacht, wie er die Situation geklärt hat. Ja, das war ganz sauber gemacht. Klasse. Klose. Podolski. Anders Svensson. Ja, viel besser geht's ja gar nicht. Anders Svensson. Und da musst du die Lücke erstmal finden. Die stehen hinten so kompakt. Ljungberg am Ball. So, und jetzt heißt Achtung für die Abwehr. Und den Ball wollte er haben und er hat ihn bekommen. Klose. Und Lukas Podolski. Klose. Klose. Und was für ein Tor. Schlechtes Stellungsspiel des Torhüters in dieser Situation. Also das Tor geht ganz klar auf seine Kappe. Also dafür hat er auch gerackert. Für dieses Tor, das er jetzt endlich, endlich erzielt hat. Das war ja hoffentlich erst der Anfang. 1:0. Schön gemacht. Anders Svensson. Wilhelmsson. Östlund. Lucic. Den Ball nach vorne gepasst. Östlund. Anders Svensson. Lucic. Weit nach vorne gepasst. Ballack. Ja, Schweinsteiger. Tja, wenn den keiner will, dann nehme ich mir eben den Ball. Wilhelmsson. Gut geklärt, fair gemacht, souveräne Abwehrarbeit. Klose. Ja, und das ist ja wichtig. Diese Zweikämpfe im Mittelfeld, die musst du gewinnen. Klose. Und ich muss sagen, hinten stehen die wie eine Eins. Vom Pfosten zurück ins Feld. Anders Svensson. Östlund. Melberg. Linderoth. Und das ist ja wichtig, gleich schon im Mittelfeld den Gegner unter Druck setzen und die Zweikämpfe gewinnen. Pfosten und. Edmann.
Ljungberg am Ball. Anders Svensson. So, daraus könnte was werden. Wilhelmsson. Der Verteidiger fälscht den Schuss ab. Ja, das gibt einen Eckball. Ja, und so bereinigt er die Situation mit einem Kopfball. Bastian Schweinsteiger. Ja, und schon kommt er in Ballbesitz. Gutes Stellungsspiel. Edmar. Lucic. Linderoth. Wilhelmsson. Ja, den Ball holt er dem Gegner förmlich vom Fuß. Schöner Pass in den Lauf. Ja, klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Gut gemacht. Gut, haben sie den Ball jetzt wieder an sich genommen. Und jetzt holt sich der Angreifer den Ball zurück. Gute Abwehrarbeit. Michael Ballack. Lucic. Und jetzt die Frage, kommt er vorbei? Edmann. Lucic. Wilhelmsson. Anders Svensson. Anders Svensson. Und den hat er so gerade eben weggespitzelt, den Ball. Und was macht jetzt der Keeper? Das war Ball. Und Tor. Ich denke, angesichts dieser 2-Tore-Führung dürfte der Trainer mit seiner Mannschaft sehr zufrieden sein. Also wenn das so weitergeht, dann entwickelt sich das zu einem sehr einseitigen Spiel. Linderoth. Ljungberg. Ah, gut, wie er sich im Zweikampf einsetzt. Und jetzt muss der Pass kommen. Und genau in den Lauf kommt der Ball. Weit weg. Und ich glaube, an dieser Elfmeterentscheidung müssen wir nicht mehr deuteln. Klar, das geht in Ordnung. Enge Entscheidung in dieser Situation. Das war ganz knapp im Strafraum. So, jetzt gibt's also den Elfmeter. Und mit den Fingerspitzen kommt er da noch dran. Da war, glaube ich, noch ein Verteidiger dran. Larsson. Wilhelmsson. Ja, das sind die Mittelfeldspieler, wie sie die Trainer gerne haben. Wunderschöne Aktion. 2:0 ist der Pausenstand und wir freuen uns jetzt auf die zweite Hälfte. So, die ersten 45 Minuten sind absolviert und Sebastian Hellmann jetzt mit der Analyse der ersten Halbzeit. Ja, aus deutscher, aus unserer Sicht, Tom, natürlich ein ideales Ergebnis und ein idealer Spielverlauf. Deutschland spielt gut und nutzt die Chance. So, wir sind gespannt darauf, ob die beiden Trainer in der Halbzeit vielleicht das taktische Verhalten ihrer Spieler geändert haben. Die zweite Halbzeit erwartet. Tja, was wird er sich denken? Wenn der den Ball nicht haben will, dann nehme ich ihn halt. Ist doch logisch. Ja, ein sehr schönes Tackling. Ja, schön. Podolski. Klose. Ljungberg am Ball. Distanzschuss. Und das ist ein ganz einfacher Ball. Ah, da sieht man förmlich,
wie er die Szene erahnt. Und er steht genau richtig und kann den Ball dann abfangen. Ein weiter und genauer Abwurf des Keepers. Anders Svensson. Linderoth. So, und jetzt müssen sie sich hinten voll konzentrieren. Bastian Schweinsteiger. So, und jetzt läuft das Spiel wieder komplett in die andere Richtung. Edmar. Ja, klasse, was sie da für Druck aufbauen im Mittelfeld. Nee, das kann er viel besser, viel, viel besser als in dieser Situation. Wilhelmsson. Ja, das war sein Ball. Das war sein Ball. Super, wie sie den Ball zurückerobert haben. Östlund. Also kannst du in keinen Zweikampf gehen. Das ist einfach schwach. Das ist zögerlich. Achtung, das könnte was werden. Ja, das war ein schwieriger Kopfball. Weit am Tor vorbei. Ja, aus dieser Situation, umringt von Gegenspielern, da muss man es überhaupt erst noch mal schaffen, aufs Tor zu schießen. Er schafft es, aber die Situation dazu haben wir. Ja, was war mit ihm nur los? Das wird er sich selbst fragen. Ganz schwache Partie und deswegen die logische Folge. Der Trainer nimmt ihn raus. Das ist Ljungberg. Klasse, wie er dazwischen geht. Distanz kann er gut schießen. Ja, und da sieht ja schon der Torwart im Ansatz, dass der deutlich über seinen Kasten geht. Er ist ja förmlich umringt von Gegenspielern und von Beinen. Da hat er ja gar keine andere Möglichkeit. Entweder lässt sich fallen oder er schießt. Letztes hat... Ja, davon hatten wir heute schon reichlich. Erneut ein Tor. Ja, also wann haben wir zuletzt so ein Tor gesehen? Mit vollem Risiko. Richtig abgezogen und dann genau in den Winkel. Toll. Tja, der Keeper ist ganz klar der Schwachpunkt heute in der Mannschaft. Die Fans sind hier außer Rand und Band. 3:0 jetzt schon die Führung. Anders Svensson. Prima, wie sie sich den Ball zurückgeholt haben. Podolski. Das ist die Chance des Spiels. Gehalten, aber der Ball ist noch im Spiel. Freddy Ljungberg. Edmann. Ljungberg am Ball. So, und jetzt müssen sie sich anbieten. Jetzt müssen sie mitlaufen. Und niemand scheint in der Lage zu sein, ihn vom Ball zu trennen. Flach in den Strafraum. So eine Chance. Ob es die heute noch mal gibt, ich weiß es nicht. Ljungberg. Ja, das sieht zappenduster aus hier. Deutlicher Rückstand und die Schlussphase der Begegnung hat begonnen. Puder. Und jetzt sieht es so aus, als dürfte allemal Tor. Ach, wer sagt's denn? Das war ein lupenreiner Hattrick. Das sieht man nicht alle Tage. Ja, der Torhüter steht heute total neben sich. Und der Trainer sollte mal drüber nachdenken, ob er ihn nicht rausnimmt.
Linderoth. Klasse, wie sie den Ball zurückgeholt haben. Guter Einsatz. Und die Fahne ist oben. Ja, abseits, eine ganz enge Entscheidung. Vielleicht irre ich mich auch. So ganz sicher bin ich mir nicht, ob das richtig ist. Ja, da ist einer, der kann die Spielsituation genau richtig einschätzen und profitiert davon. Oh, klasse, Pass. Und jetzt hat er die Chance. Nicht immer sind sie so gut sortiert wie jetzt. Und der Abwehrspieler im letzten Moment dazwischen und klärt die Situation. Und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Ganz sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgelutscht. Das ist Ljungberg. Linderoth. So, Zweikampf gewonnen, gut und schön. Und was macht er jetzt? So, das ist jetzt seine Chance. Und wieder den rausholt. Einfach spitze. Das hat der Torhüter gut gemacht, wie er da auf den Spieler zuläuft. Toll beendet von ihm diese Aktion. Wilhelmsson. Anders Svensson. Linderoth. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Klose. Wilhelmsson. Und da zeigt er Übersicht und spielt den Ball lang und genau. Ein Albtraum für die Stürmer. Diese Abwehr hat bisher fast auf alles eine Antwort. So, und damit sind sie wieder im Ballbesitz. Linderoth. Toller Pass in die Gefahrenzone. Wilhelmsson. Die Chance muss er nutzen. Was für eine Parade. Das war ein guter Schuss, aber noch besser gehalten. Und da ist der Schlusspfiff des Schiedsrichters. Und sie stehen im Finale. Und jetzt trennt sie nur noch eine Partie vom Weltmeistertitel 2006. Ja, ein Fußballspiel zu gewinnen ist natürlich immer schön, aber sie haben gewonnen und sind damit ins WM-Finale eingezogen. Also heute Abend wird bestimmt kräftig gefeiert.